Da stellt sich ja immer wieder mal die Frage, wie macht man denn so ein gutes Brot? Und das werden wir diesmal anschauen. Das ist jetzt quasi wie ein Rezept. Ich hole mal aus der Küche den Sauerteig vom letzten Mal, den ich mir übrig gelassen habe. Das sind jetzt ziemlich ungefähr etwa genau 160 Gramm. Als nächstes Roggen. Den habe ich von meinem Bauern oben. Ich nehme das zum Abwägen vom Roggen her und dann noch ein Viertel Liter warmes Wasser, das war's. So, erster Schritt, ich muss das da auf Null stellen. Man sieht schon, 200 Gramm wiegt die Schüssel und ich brauche jetzt 250 Gramm Roggen. Den müssen wir jetzt mahlen. So, als erstes legen wir den Sauerteig da rein. Wie man den Sauerteig macht, das wird einmal eine eigene Folge. Ist auch nicht schwer. So, frisch aus dem Kühlschrank wird er jetzt ein bisschen angewärmt. Schauen wir mal, wie weit er sich auflöst. Jetzt kommt das Mehl dazu. Und man hat es gesehen, ich habe jetzt da nicht viel herumgeschlagen. Die Blaseln sind, weil die Sauerteigbakterien jetzt schon zum Arbeiten anfangen. Also müssen wir sie noch ein bisschen füttern. Thank you.
Werbung. Und wenn jetzt jemand sagen würde, kann ich einen Sauerteig von dir haben, bitte? Dann darf ich jetzt einfach eine Spur mehr machen. Aber das ist jetzt die Menge, die wir genau fürs Brotbacken brauchen. Das war's auch schon für heute. Nichts mehr zum Tun. Ich gebe jetzt da den Deckel drauf. Und das steht jetzt da für 24 Stunden. Fertig.